Track Record. So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Top-5-Folge am Samstag mit dem Arne. Heute mit dem Thema die schönsten Minecraft-Villen in modern. Leider ist mein PC zu schlecht für Shader-Aufnahmen, deswegen musste ich leider das Ganze ohne Shader machen. Allerdings denke ich, werde ich in der Postproduktion noch ein bisschen herumbasteln. Jedenfalls wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und Film ab. Platz 5 belegt Evanescent von Best Riven EU. Hierbei handelt es sich um eine kleine, aber feine Villa, bei der der Bauer mehr auf den Garten als auf das Haus an sich geachtet hat. Was dem Gebilde leider fehlt, ist eine Einrichtung, was das Ganze sehr leer wirken lässt. Dennoch ist das Ganze sehr schön und was mir besonders gefallen hat, sind diese Muster, die er im Boden im Garten eingelassen hat. Insgesamt ist das Ganze auf jeden Fall einen Blick wert. Link in der Beschreibung, wer sich's anschauen möchte. Platz 4 belegt die Beautiful Minecraft Villa von Arne van Huffel. Ui. Also natürlich habe nicht ich die Villa gebaut, sondern ein Namensvetter von mir. Dennoch ist das Ganze ein echter Hingucker. Das Setting ums Haus herum ist eher nordisch und auch die Villa ist mit dem dunklen Haus ziemlich passend gestaltet. Interessant am Konzept dieser Villa finde ich, dass 90% der Wände fehlen, das heißt, dass Räume größtenteils offen sind. Das gibt dem Ganzen einen ziemlich, ja, wie gesagt, offenen Eindruck. Auf der Rückseite der Villa zum See hingerichtet haben wir noch einen schönen großen Pool mit Liegen. Also ich persönlich hätte echt mal Bock da reinzuspringen und es mir auf der Veranda daneben gemütlich zu machen. Auch hier gilt wieder ein echter Hingucker, wer sich selbst anschauen will, guckt in die Beschreibung. Auf Platz 3 befindet sich das Minimalistic House von MaxGPDX. Wie der Name schon verrät, handelt es sich hier um eine sehr minimalistisch gehaltene Villa mit ziemlich schönem Garten drumherum. Der Rasen ist perfekt geschnitten und die Skulpturen und der Pool lassen das Ganze wirklich sehr, ja, minimalistisch wirken. Passender Name. Auch die Inneneinrichtung ist sehr dezent eingesetzt, weswegen mir das Ganze auch so gut gefällt. Außerdem bietet das Ganze noch eine wirklich schöne Küche und einen kleinen Kinosaal. Besonders cool fand ich die Idee mit dem Aquarium, die kam mir irgendwie auch bekannt vor, denn ich selbst habe auch mal ein Haus gebaut und ein ähnliches Aquarium da reingesetzt. Finde ich schön. Also gilt für all die Leute unter euch, für die weniger mehr ist, ist dieses Haus einfach perfekt. Platz 2 belegt das Desert Bunker Estate von Blinksy. Der gute Herr nennt sein Gebäude einen Bunker, was darauf zurückzuführen ist, dass er eine Geschichte um dieses Haus gewoben hat. Er erzählt, dass die Leute seit Jahrtausenden in der Wüste in Bunkern überleben und im 21. Jahrhundert sehen Bunker eben so aus. Was vielleicht nicht ganz so passt, ist, dass der Bunker direkt an einen Wald angrenzt, also von Überleben eigentlich keine Rede sein kann. Dennoch ist das Haus natürlich an sich super geil anzusehen. Es hat ein schönes Schlafzimmer, schöne andere Räume mit vielen großen Bildern. Was mich allerdings auch wieder ein bisschen verwundert hat, ist, wofür brauche ich in der Wüste einen Kamin? Na gut, schön sah auf jeden Fall aus. Vom Stil gefällt mir diese Villa wirklich sehr schön und sie wäre eine der ersten Wahlen, wenn es darum ginge, wo ich wohnen möchte. Was meint ihr? Platz 1 belegt die Steve Villa von Mr. Aman 1137. Diese Villa schlägt alle anderen nochmal um Längen, vor allem was Größe und Komplexität betrifft. Hier findet man wirklich alles, was das Herz begehrt, ob man nun schwimmen will, ein schönes Auto haben will, was auch immer, ihr werdet alles hier finden. Da ich selbst die Schönheit dieser Villa nicht wirklich gut beschreiben kann, werde ich jetzt einfach mal für ein paar Sekunden die Bilder sprechen lassen. Ich denke mal, ihr könnt mir recht geben, wenn ich sage, diese Villa verdient den ersten Platz. Und damit war es das auch schon mit Top 5 dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir wie immer eure Top 5 modernen Villen in die Kommentare, damit ich für die User-Folge auch ein paar Vorschläge habe.
Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wie immer würde ich mich natürlich über eine Bewertung oder eine Kritik freuen. Ich wünsche euch einen schönen Rest Samstag. Wir sehen uns dann spätestens Donnerstag bei der User-Folge wieder. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.